bedeutet philosophische Praxis? Der Begriff philosophische Praxis wurde 1981 erstmals von Gerd Achenbach benutzt, der damit seine Beratungseinrichtung auf der Basis der Philosophie bezeichnete. Mittlerweile gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz und im anderssprachigen europäischen Ausland mehr als 100 derartige philosophische Praxen, die Beratung für Einzelne und für Unternehmen auf der Basis der Philosophie anbieten. Was kann man sich darunter vorstellen? Philosophische Praxis ist kein Trend, sondern eine Tradition, die über 2000-jährige Tradition des vernünftig Gedachten aus der klassischen Philosophie schöpfend, die als Mutter der Wissenschaften bezeichnet wurde und in ihren Teildisziplinen Logik, Ethik, Erkenntnistheorie, Ontologie und Metaphysik, jede für sich stark ausdifferenziert ist, viele Impulse für das gelingende Leben bereitgestellt hat. Und um das gelingende Leben geht es auch in der philosophischen Praxis. Die Klienten, Ratsuchende, Gäste oder Besucher der philosophischen Praxis sind Menschen, die sich gesund fühlen, aber an einem bestimmten Punkt ihres Lebens den Eindruck haben, dass ihr Leben geprüft werden sollte, dass sie eine Reflexion anstellen möchten über die Gründe ihres Handelns und ihrer Ziele. Die klassische Frage in der philosophischen Praxis ist weniger die kantianische Frage, was soll ich tun, als vielmehr die lebenspraktische Frage, was tue ich eigentlich? Welche Maximen bestimmen mein Handeln, mein Denken, meine Entscheidungen? Und wie kann ich mein Leben verändern, um mein Potenzial optimal auszuschöpfen, mich vielleicht auch vom Druck der Konventionen und eigener Irrtümer frei zu schaffen und meine Ziele auszurichten und das zu erreichen, was ich für mich als Glück definiere? Das glückliche, gelingende Leben, traditionelle Entwicklungslinie klassischer Philosophie, ist natürlich für jeden Menschen ein Wunschziel. Aber ist es nicht schwierig, einen sogenannten philosophischen Praktiker zu Rate zu ziehen? Philosophische Praktiker sollen akademisch gebildete Fachleute sein, die ein Philosophiestudium oder adäquate Kenntnisse besitzen, um entsprechend die richtigen philosophischen Impulse setzen zu können und die Wertereflexion, Sinnfragen des Klienten aufzufangen. Ist es nun für einen Klienten, der keine Vorkenntnisse im Bereich der Philosophie hat, nicht extrem schwierig, einen philosophischen Praktiker zu konsultieren? Wird dort eine Vorlesung gehalten über Kant und Aristoteles oder werden gleichsam philosophische Vitamine per Rezept verschrieben? Nein, die philosophische Praxis versteht sich als ein Beratungsangebot für jedermann. Eigene Vorkenntnisse in philosophischer Hinsicht sind nicht notwendig, genauso wenig wie keine medizinischen Vorkenntnisse notwendig sind, wenn man zum Arzt geht. Der philosophische Dialog, der oftmals auch als sokratischer Dialog bezeichnet wird, als sogenannte Hebammenkunst, Maieutik, zum Hervorbefördern der verborgenen Wahrheit im Gegenüber. Dieser philosophisch-sokratische Dialog ist ein impulsierendes, aktives Gesprächsgeschehen, in dem der philosophische Praktiker durch gezielte Fragen vermeintliche Gewissheiten des Klienten zu erschüttern versucht, um somit dessen eigene Kompetenz zur Erkenntnis anzuregen. Die philosophische Praxis ist für jeden geeignet, der Sinnfragen hat, Wertereflexionen durchdenken möchte, Identitätsfragen hat, in persönlichen Entscheidungskrisen ist oder einfach einen bestimmten Bereich seines Lebens unter fachkundiger Hilfe prüfen möchte und seine eigenen Entscheidungsmaximen hinterfragen will. Philosophische Praxis kann von jedermann genutzt werden. Oftmals sehen auch Menschen in Berufen mit sozialer Verantwortung, in sozialen Berufen, in therapeutischen Berufen, in medizinischen Berufen oder in Unternehmen mit Personalverantwortung eine bestimmte Bedarfssituation nach philosophisch-ethischer Reflexion. Ja, auch manche Unternehmen leisten sich mit philosophischer Unternehmensberatung eine Strategie- und Zielberatung der besonderen und der sehr abstrakten Art, die allerdings kraftvoll ins tägliche unternehmerische Geschehen zurückreichen kann. Die philosophische Praxis steht in der Tradition der Aufklärung. Sapere aude, vage zu wissen. Insofern versteht sich der philosophische Praktiker
mit seinem philosophischen Dialog als ein Förderer ihrer Erkenntnis und somit auch ihrer